Leider könnt ihr keine zwei externen Festplatten an der PlayStation 5 betreiben. Ihr könnt immer nur eine Festplatte an der PlayStation 5 angemeldet haben. Ansonsten müsst ihr sie immer abmelden und die nächste Festplatte wieder anmelden. Gut, das Gameplay 4 als erweiterten USB-Speicher formatieren und dann kann es auch schon losgehen. Einfach mit Ja bestätigen, sind eh keine Daten drauf. Und dann ist die Formatierung auch schon recht schnell erledigt. Das ist sowieso nur ein Kurzformat. Und dann könnt ihr die Festplatte auch schon für eure PlayStation 4 Games nutzen. Also die ist jetzt schon eingerichtet, das heißt, das erweiterte USB-Speicher und jedes PlayStation 4 Game, das ihr jetzt runterladen tut, wird automatisch auf dieser Festplatte gespeichert. Also ihr seht, das ist alles kein Thema. Ihr seht auch dieses kleine Icon, dass es auf der externen Festplatte gespeichert wurde. Und hier seht ihr es auch nochmal, dass es auf der externen Festplatte installiert ist. Möchtet ihr jetzt ein Spiel zum Beispiel löschen oder transferieren, dann habt ihr hier die Möglichkeiten, das Ganze einfach zu verschieben, wieder in den Konsolenspeicher reinzuschieben zum Beispiel. Und generell habt ihr natürlich auch die Möglichkeiten, andere Apps, Games, alles auf diesen Datenträger zu schieben. PlayStation 5 Games könnt ihr auch verschieben, ihr könnt sie allerdings nicht von der SSD spielen, das ist nicht möglich.